Herzlich willkommen Leute zu meinem Video, wie man Windows 8 auf einer selber gemachten Partition speichert. Zunächst müsst ihr auf Chip gehen und euch diesen Yasus Partition Partitionsmaster runterladen. Das ist der Link in der Beschreibung. Dann installiert ihr den, öffnet ihn und geht da Go to Main Screen. Dann lad das alles hierher. Dann müsst ihr auf euren HP, auf euren C, das ist egal, also ja, einfach das C. Dann müsst ihr Resize oder Move, wählt ihr eine bestimmte Größe aus, am besten so 95 GB oder so. Also das, die Zahl hier, bei mir hat die Zahl nicht gestunken, falls nicht, also nicht gestummt, aber ich weiß nicht, was es für euch geht. Aber wenn ich jetzt hier das hier mache, kommt ein mit, hey, ich sag mal 34 GB. Also 25 GB reicht eigentlich. Müssen wir zurück machen. Das, wenn du das hier, wenn ihr das hier macht, passiert noch gar nichts. Also 25 GB. Dann habe ich hier ein 24 GB Ding. Es reicht für 25 GB, da das System etwa 50 GB groß ist. Also werden auch 20 reichen, aber für 25, falls ihr noch was machen wollt. Dann macht ihr Create a Partition. Ja, Create Partition. Dann nennt ihr die zum Beispiel eben wie ich Windows 8. Dann Logical and Fierce. Das könnt ihr auch einen, so einen Namen auswählen. Dann voll. Dann macht ihr OK. Dann müsstet ihr jetzt Apply machen und dann müsstet ihr den PC neu starten. Wenn der PC neu startet, wird keine Angst, da kommt dann so ein, wenn ihr jetzt neu startet, kommt das so ein Fenster. Dann teilt ihr eure Festplatte in zwei, eben zwei Teile, hackt das raus. Was er da alles macht, weiß ich nicht. Es geht einfach eine Weile. Keine Angst, wenn es dann für, keine Ahnung, bei mir ging es etwa eine halbe Stunde, Stunde oder eine halbe Stunde, ja, plus minus eine halbe Stunde. Dann startet die PC neu und ihr habt zwei Dinger, na, HPC, immer C und die nach euch benannte zweite virtuelle Ding. Dann müsst ihr als nächstes euch das hier runterladen. Windows 8 Beta Consumer Preview, auch in der Beschreibung. 64 Bit, wenn ihr 32 Bit habt, ladet euch die 32 lieber runter. Ich habe jetzt leider auf meinem, das ist jetzt eigentlich ein 32 Bit Betriebssystem, habe ich das 64 Bit draufgenommen. Einfach das runterladen. Das ist eine spezielle Datei, die heißt ITE oder so ähnlich, oder keine Ahnung wie. Die brennt ihr dann auf einen DVD-Rolling. Wenn ihr das nicht habt, besorgt euch einen. Am besten, meiner war jetzt 4 GB. Das Ding hat 3,3 GB. Am besten, ihr habt so eine 4,5 GB Ding. Meine sind 4,7. Dann brennt ihr das darauf. Startet den PC neu, also legt die CD ein und startet den PC neu. Dann sollte stehen auf dem Desktop die Bootvorgang über die CD oder so ähnlich oder über die DVD starten. Dann startet das und kommt das hier, sollte kommen, halt so einfach mit Windows 8 und ein Fisch. Dann installiert ihr das weiter. Ja, was ganz wichtig ist, ihr dürft. Da kommt einmal, ob ihr das überschreiben wollt. Wenn ihr es überschreibt, dann ist das alte Betriebssystem weg. Ihr müsst also das untere auswählen, da steht irgendwas wie eine andere Festplatte auswählen und dann wählt das aus und wählt eure Partition aus. Also ja, tauft die Windows 8, dann wisst ihr auch, welche das ist. Dann installiert ihr das da drauf. Ja, alles schön und gut. Bis es halt startet und Windows 8 hier ist. Also dann ist das Meter-Design auftauchen irgendwann. Also ihr müsst dann noch eine eure Xbox-ID, wenn ihr noch eine keine habt, dann weiß ich nicht was. Aber ich hatte zufällig eine. Ich glaube, es geht auch ohne, nicht sicher. Aber dann jedenfalls könnt ihr, also dann habt ihr die Beta-Preview drauf. Dann habt ihr viel Spaß auf dem Ding. Achtung, die Treiber für zum Beispiel Grafikkarten für meine AT Raiden 5056 ging leider, da gibt es halt noch keinen Treiber dafür, weil ich dann so einen schwulen Rand habe rundherum.
Das Haupte vielleicht nicht, aber es ist bei meiner Spezial. Dann fährt in den PC noch. Achso, wahrscheinlich müsst ihr beim Installieren den PC ein paar Mal neu starten. Dann lässt ihn einfach wieder hochfahren über die CD. Das macht nichts. Wenn ihr dann runterfährt, neu startet, also wenn ihr dann, keine Ahnung, runterfährt und eine Pause macht, halt weil ihr Bock habt, dann wieder hochfährt. Und dann kommt so eine Auswahl zwischen Consumer Preview und eurem alten Betriebssystem, bei meinem jetzt Windows Vista. Dann könnt ihr es auswählen, oder es wird automatisch nach 30 Sekunden das Preview ausgewählt. Wenn ihr die CD dann rausnehmt, ein andermal, dann kommt halt ein vom BIOS aus eine Auswahl, welches Betriebssystem ihr wählen wollt. Dann könnt ihr euer altes oder das Windows 8 auswählen. Wenn ihr das Windows 8 dann genug ausprobiert habt und nicht mehr wollt, dann geht ihr einfach wieder auf euer normales Betriebssystem, so wie ich das jetzt habe. Geht auf das Windows 8. Müsst ihr das formatieren. Ich weiß nicht, ob das ganz genau so geht. Oder Delete. Ich glaube auch. Ja, wahrscheinlich Delete. Dann müsst ihr das alles löschen. Wahrscheinlich geht es auch so. Das jetzt hier. Wahrscheinlich geht es auch hier alles löschen. Und dann müsst ihr einfach wieder zusammenfügen. Merge. Das hier und das hier. Und ja, irgendwie geht das. Und dann ist das eigentlich schon wieder zusammengefügt. Also, bis dann nochmal. Ciao, Leute.